Unter dem Oberbegriff der Kyphoplastie versteht man verschiedene Verfahren, denen allen gemein ist, dass man den Wirbelkörper, der gebrochen ist, wieder versucht aufzurichten. Bei der klassischen Ballonkyphoplastie geschieht dies über einen Ballon, der über kleine Stiche in den Wirbelkörper eingebracht wird. Diese Höhle, die dadurch entsteht, wird dann mit Zement aufgefüllt. Wir benutzen weiterhin bei uns die klassische Ballonkyphoplastie, weil wir damit gute klinische Ergebnisse haben bei einer sehr niedrigen Komplikationsrate.